Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Let's play. Und weiter geht's im Bamble Tempel. Und ich habe gemerkt, dass in den ersten beiden Parts ein kleines Soundproblem war. Es tut mir leid. Und zwar ein Soundecho. Keine Ahnung, wie der sich einschleichen konnte. Aber ich hab's jetzt. Ich hab den Fehler jetzt behoben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt verfolgen uns die Räder auch noch. Ich hoffe, da ist kein Bonuslevel. Ach. Ich hoffe einfach mal nicht. Vielleicht können wir das Level ja auch mal ohne nachträglichem Suchen schaffen. Das wäre schon schön. Das wäre schön, obwohl ich eigentlich versuche, alles im Blick zu behalten. Und wir sind schon bei der Mitte und wir haben hundertprozentig etwas übersehen. Boah. Komm schon, hoffentlich brauche ich die irgendwo. Hier bestimmt nicht. Ah, nee, scheiße. Ah, kacke. Habe ich sie so schön mitgenommen, die Kiste, und dann brauche ich sie noch nicht mal. So, jetzt schaffen wir es aber. Es ist nur ein Koko. Ich möchte das schaffen. Kill ihn. Diddy, du schaffst es. Kill ihn, verdammt nochmal. Oh, scheiße. Jawohl. Okay, jetzt bleibe ich nur noch hier rechts stehen. Oder links abwechseln. Oh, ich dachte, der wäre kaputt. Oh, ist auch kaputt. Oh, ich dachte gerade. Erst ist er nach rechts geglitscht und dann kam auf einmal wieder an. Oh. Huiuiuiui. Ich war für einen kurzen Moment mal erschrocken. Ach, also zum Glück kann man hier wieder hochgehen. Ach, nur das Ellen. Vielleicht ist da noch was drin. Nö. Leider nicht. Also hier zeigen einem die Bananen ein bisschen weniger Hilfen an, sag ich mal. Aber manche Bonuslevel, die sind schon echt sehr, sehr fies. Ich kann mich noch an ein Bonuslevel in der Schneewelt erinnern. Wenn wir da hinkommen, dann. Keine Ahnung, das ist irgendwo. Das ist auch so ein Fässerspielchen und dann ist das irgendwo. Keine Ahnung, ganz unten oder so. Ach, schon Exit. Ja, wir haben sie eh nicht alle. Ja, dann gehe ich das mal eben suchen. Bis gleich. Schon gefunden. Es war direkt am Anfang. Man hätte das fast mitnehmen müssen. Und hier gibt's auch zum wievielten Mal? Ich weiß gar nicht. Egal, Espresso. Ich zeige es euch nochmal. Ja, das war. Das war's. Genau, genau, genau. Oh, scheiße. So, das mitnehmen. Und dann hier rein. Ah, ich hab's noch gesagt. Boah, das war nice. Ey, das verdient einen Orden. Ich dachte mir, ach komm, probiere ich mal aus. Dafür gibt's sogar ein Ab. Soll ich euch Affen was abspeichern? Na klar, soll es uns was abspeichern. Und 40. Wir schlagen uns sehr, sehr gut. Affenbande. Hm. Es gibt hier irgendeinen Glitch mit dieser Eisenkugel. Okay. Ich kann auf jeden Fall damit reiten. Hm. Ich glaube, hier gibt es 3 Bonuslevel. Hm. Ist da unten irgendwas? Keine Ahnung. Das meine ich zum Beispiel. Sowas wird dann nicht gezeigt, wenn irgendwo unten was ist. Auch im zweiten Level der ersten Welt war ja auch. Einfach so mal random da unten irgendwo so ein Fass. Oh, der Strauß kann fliegen. Haben wir ja schon gesehen. Oh, ich dachte, da wäre Boden. Anscheinend nicht.
Oh, Vorsicht. Vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Und da haben wir ihn. Oh, komm her. Komm her. Ui. Er kann so ein bisschen durch den Boden glitschen. Das finde ich so ein bisschen komisch, aber... Boah. Ich hasse den. Ich hasse den Vogel einfach. Aber den brauche ich doch für das eine Bonuslevel, glaube ich. Das ist ja kein Vogel, das ist ein Strauß. Ach, Kacke. Jetzt hier ein Bonuslevel. Nein. Ich glaube, ich brauchte den Espresso. Expresso. Kein Kaffee. Die Musik ist wieder cool. Da, 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 da. Hier geht's aber runter, oder? Komm, lass mich nicht im Stich. Ja, und ich brauchte das Fass. Ach, komm schon. So ein Mist. Nur wegen diesem Penner da oben. Komm her, du stirbst jetzt. Hoffentlich gibt's hier noch irgendwo ein Fass. Ach, nee. Ach, komm schon. Nein. Ich lauf mal eben nochmal dahin. Ich bin gerade, ja, schon reingegangen. Aber ihr seht's ja, wenn ich rausgehe. Gibt's hier Bananen. Ist klar. Also es war hier links. Seht ihr ja. Dann gibt's noch eins. Wie sollte es auch anders sein? Wo das G versteckt ist. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ich gehe einfach nochmal dahin. Okay, hier ist nixen. Nö. Immer noch nicht alles. Scheiße. Okay, ich gehe nochmal rein. Bis gleich. Es war vor dem Ziel. Ich habe schon überlegt mit dem... Gesterben, Expresso. Mit dem, ja, Vogel irgendwo hin, mit dem Strauß. Irgendwo hinzufliegen. Also es war da. Man muss die Kiste von da vorne nehmen. Dann hat sich das. Und ich muss tatsächlich mit dem Vogel irgendwo hinfliegen. Ich habe auch schon eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Und es wird dunkel, merke ich gerade erst. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Okay, gehen wir schnell nach Expresso. Ich hatte es ja schon, bevor wir in das Level gegangen sind, vermutet, dass man irgendwo hinfliegen muss mit dem Typen hier. Und die Stelle ist mir auch, glaube ich, so gut wieder eingefallen. Wir müssen diesen Idioten nur hier ausweichen. Okay, hier war's. Müssen wir mal eben kurz die Weißer hier fertig machen. Komm her, du. Okay. So, ich meine, es wäre hier. Nein! Ach, komm schon. Bleib stehen. Ah, nein. Verdammt. Einmal noch dann. Würde ich schneiden, wenn es jetzt nicht klappt. Werf! Weiß, dass du da bist. So, Konzentration jetzt. Sterben. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass man mit dem irgendwo hinfliegen muss. Ich muss ja hoch, Diddy.
Alles klar. Es waren dann 1, 4. Was? Oh Mann, immer noch 1. Gibt mehr als 4? Ist gleich. Ich habe hier oben noch mal so ein Angard-Dingsbums gefunden. Und ich habe vermutet, dass hier... naja. Ach, das Bonuslevel war. Kann ich gar nicht glauben, ey. 5 Stück. War nicht zu weit oben gewesen. Hä? Zu weit unten. Hier ist es. Ja, das wird keine Bestleistung, aber egal. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo könnte dieses verdammte Bonuslevel sein? Ach scheiße, wo ist der Mult? Ach egal. Ich suche jetzt weiter. Bis gleich. Ich glaube, ich habe es jetzt endlich nach. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt gesucht habe. Viertelstunde. Endlich gefunden. Ich glaube. Und zwar bin ich einfach mal mit Expresso zurückgegangen. Ich habe Interessantes festgestellt. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Zinger. Und zwar hier bei den beiden. Nein! Boah. Ich war ausgerastet. Genau. Genau hier. Wer kommt da drauf? Ja gut, ich bin jetzt drauf gekommen, aber nach ewigen Suchen. Winky. Ach genau, Winky hieß der Frosch. Boy. Also das Gesuche, das hat mich schon ein bisschen frustriert. Rambi. Ja, das war echt das schwerste Bonus-Level versteckt bisher. Okay, jetzt gehe ich direkt mal nach oben. Jetzt möchte ich wissen, was da ist. Da ist bestimmt auch ein Multiplikator, deswegen sammle ich erst ein paar Dinge ein. Beeilen. Schnell zurück, schnell zurück. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit als letztes Mal. Boah, wie schnell die Zeit läuft. Warum läuft die so schnell? Hallo? Hä? Warum ist denn die so schnell gelaufen? Nicht verarschen? Ach, leck mich doch. Ich will weg aus dem Level. Cranky ist cool, ja. Mal sehen, was der Alte uns jetzt zu sagen hat. Gerade kam ein ganzes Rudel Kremlings vorbei. Zwischen einem Felsen und einem harten Platz wirst du im Sturzel etwas Cooles finden. Achte auf Rambi, das Rhino. Er rammt die Tür zu jedem versteckten Raum auf. Besuch mich mal wieder, aber lass dir Zeit. Ich will dich auch nicht wiedersehen. Markt Austern. Oh yeah. Aha. Ein Austern-Level. Das Gute am Wasserleveln ist, hier gibt's keine Bonus-Level. Also ich suche die gerne, aber trotzdem, so wie gerade, ey. Wer kommt da drauf, dass man mit dem Strauß zurückrennen muss, um dann irgendwo nach ganz links zu fliegen? Ich habe einfach alles ausprobiert, weil, ja, ich habe nichts gefunden, ne? Und dann bin ich einfach mal gedacht, habe ich mir einfach mal gedacht, ja komm, jetzt fliege ich zurück. Da bin ich zufällig drauf gestoßen. Schade, dass ich nicht auf Aufnahmen habe, aber... Egal, Hauptsache gefunden. Auf jeden Fall ein schweres Versteck. Oh, Vorsicht.
Oh, ein Hai. Mehrere Haie. Oh, scheiße. Muss ich ausweichen? Scheiße. Oh. Schon die Mitte. Aber wie gesagt, es gibt keine Bonuslevel in Wasserlevel. Wenn, dann wüsste man, dass die sowieso in der Landpassage sind. Das fand ich in Donkey Kong Country 3 lustig. Da muss man ja Donkey Kong Münzen sammeln. Und die hat immer so ein Typ hatte die immer. Den muss man immer umhauen und, ja, schwer versteckt sind die nicht, weil er kann nur an Landpassagen sein. Und im Wasserlevel gibt's sie ja nur beim Ziel. Diese Landpassage, also, ist eigentlich gar nicht versteckt. Total sinnlos. Das wird auch noch Let's Played, aber das lässt, da kommen erst noch ein paar andere dazwischen. Denke ich mal. Mal sehen. Den Frosch wollen wir doch auch mal sehen. Winky. Ich frage mich immer noch, warum die Zeit so schnell gelaufen ist. Oh, scheiße. Nein! Oh, das war knapp. Exit. So, dann zeigen wir es der Bumblebee Rumble. Der großen Zinger. Die ist auch nicht schwer. Jetzt ist der Wüsten, jetzt können wir sie wieder treffen. Einfach immer ein Stückchen weitergehen. Nummer 3. Ja. Die kriegt nur noch solche Bienenfässer vor der Fresse und da ist sie schon down. Ist gar nicht, was sie von mir wollte. Warum gibt sie mir nicht einfach freiwillig die Banane? Du weißt doch sowieso, dass sie verliert. Oh Mann, dumme Zinger. Gorilla-Gletscher. Dann machen wir noch eins. Schneefass-Gletscher. Oh, hier habe ich schwere Erinnerung. Das ist schwer. Das ist ein... Oh, und hier ist das übrigens mit dem Bonuslevel, was ich angekündigt hatte. Ein nettes Detail, dass die Wespen jetzt eingefroren sind. Was? So weit bin ich doch gar nicht gesprungen. Drücker, du bringst mich noch zu Weißglut. In der Mitte kann man einfach überspringen. So. Au. Ach, scheiß. Ach, komm schon. Also, mit Schwärmen meinte ich nicht den Anfang. Ich hätte mir mehr Mut machen sollen. Komm schon, das ist leicht. Okay, das Level ist leicht. Gehen wir mal mit der Einstellung da dran. Vielleicht klappt's ja dann. So, stellen wir einen neuen Rekord auf. Bisher ist es noch... Ja, ein neuer Rekord. Und ihr seht schon im Hintergrund, es... Je weiter wir kommen, desto... Und desto weiter wir kommen, je mehr schneit es. Okay. Was machst du da? Er will mich verarschen. Ich frage mich trotzdem, wo die... Ich glaube, da unten ist ein Bonuslevel, aber ich will es jetzt nicht austesten. In die Mitte gekommen wäre, hätte ich es ausgetestet. Okay. Das hier hinter...
Okay, er kann die killen, so. Bonus Level Numero 1. Hier gibt's auch Espresso. Warum will ich immer... Verwechsel ich den immer mit Kaffee? Nein! Das meinte ich auch noch nicht mit schwer. Ach ja. Einfach durchspringen. Warum nicht gleich so? Hier sind, glaube ich, auch diese Brunnen. Ah, hier. Hier musste man so. Genau, das wusste ich noch. Wie soll man bitte schön auf dieses verdammte Bonuslevel kommen? Ach, das ist kein Bonuslevel, ne? Ach ja, stimmt, das war eine Abkürzung. Okay, Entschuldigung. Exit. Exit. Hier gab's doch Espresso. Wo sind die Bonuslevel? Ich spüre mal eben. Na, ich weiß nicht, soll ich schneiden? Soll ich schneiden? Soll ich nicht schneiden? Keine Ahnung. Ah, ich schneide mal eben. Ich suche mal eben die Bonuslevel. Bis gleich. So, ich habe die Bonuslevel gefunden. Ich zeige sie euch jetzt noch eben nochmal. Und die sind so scheiß versteckt. Hier oben zum Beispiel. Wer kommt auf den Scheiß? Das war wieder Zufall, dass ich da drauf gekommen bin. Weil ich geguckt habe, ob da oben was war. Dann kam der Vogel auf einmal. Ja, und dann bin ich drauf gesprungen. Und dann war ich auf einmal im Bonuslevel. Oh Mann. Okay, und jetzt sehen wir zum ersten Mal Winky. Hier gibt es einen Multiplikator, das weiß ich. Ich glaube, es gibt bei jedem Multiplikator. Der war hier. Aber Rambi war er bestimmt oben entlang. Und, ja, bei Espresso weiß ich nicht, wo der sein sollte. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo der Multiplikator von Espresso ist. Und wir haben doch tatsächlich mehr als 400 geschafft. Hätte nicht gedacht. Okay, finden wir überhaupt noch was hier? Okay, 500 irgendwas. Ja, das war aber nicht das einzige Bonuslevel, was gefehlt hat. Es gibt noch genau so ein Scheißding. Das habe ich nur gefunden, weil ich mich mit dem Fass verschossen habe. Ich dachte, jetzt bin ich tot, aber nein. Bonuslevel. Ich habe schon 60 Ups. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach Mann. Diese dämliche Zinger, die tut mir immer weh. Ach, ach. Donkey Kong, streng dich an, bitte. Ah, oh, ich hab gesagt, streng dich an. Vielleicht ist der Indikator auch einfach nur die rote Zinger. Weil es gibt in der ganzen Welt hier, also ich sehe jetzt zum Beispiel keine rote Zinger, aber trotzdem. Warum muss man sich dann in diese Richtung schießen? Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hinweis, wenn das einer weiß, schreibt es in die Comments. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Wow. Haha, das mal nicht. Genau hier. So. Eigentlich soll man sich gerade nach unten schießen, aber... Und hier gibt es übrigens Espresso. Ah, wenn ich durchgekommen wäre. Oder gibt es den hier? Ich weiß jetzt gar nicht. Ach, egal. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und Feedback in the Comments. Verbesserungsvorschläge auch. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Part wieder ein. My Donkey Kong Country.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.